Freunde, ich muss ein bisschen flüstern, denn Annika ist im anderen Raum und sie weiß nicht, was heute passiert. Denn sie bekommt eine Überraschung und zwar einen Suitbase in ihrer Lieblingsfarbe. Ich hoffe, das klappt alles. Wir werden jetzt den Suitbase mitnehmen, irgendwie in den Rucksack tun und sie dann gleich, wenn wir auf dem Spot sind und die Motorräder ausgeladen haben, überraschen. Ich bin mega gespannt und jetzt ruft sie schon. Bis später. Hallo Annika. Was Hallo. Machen wir heute? Bisschen Moped fahren. Sieht man, dass ich Sonnenbrand habe? Ich weiß es nicht. Was machen wir noch? Ein paar Wheelies. Na? Bisschen in die Elbe reinfahren. In die Elbe reinfahren? Ne, das halte ich für keine gute Idee. Was ist eigentlich hier in dem schwarzen Sack drin? Was ist das? Eine Tasche. Du willst es in deinen Transpo bauen. Suitbase. Was hast du mir denn gesagt, was deine Lieblingsfarbe ist? Schwarz. Das ist eine Farbe. Ist das Herzlichen für mich? Glückwunsch, das ist ein Geschenk. Das ist ja von süß. Torben, dein eigener Suitbase. Danke. Richtig das ist süß. Ja? Ja. Freust du dich? Ja. Brauchst du nur noch jetzt ein eigenes Zimmer? Mega. Ja, wir haben uns das überlegt, Tom und ich. Ich habe auch gerade schon was aufgenommen im Zimmer. Hab geflüstert in die Kamera, weil du warst ja direkt daneben. Und dann hast du sogar geschrien, David. Ne? Und ja. Ich habe geflüstert so, okay. Wir laden jetzt in Suitbase ein, aber du bist happy? Voll. Ja? Ja, ich finde das richtig toll, weil meine Lederkombi, die liegt immer zerknittert in meiner Tasche und ist nicht so geil. Also ich will jetzt nicht sagen, das haben wir gewusst, aber Torben und ich haben das gewusst und deswegen dieses kleine Geschenk vielen für Dank, dich. Vielen Dank, Torben. Mega. Also ihr seht, Suitbase kommt auf jeden Fall gut an. Und an der Stelle muss ich natürlich sagen, weil Tom ist ein Sponsor von mir, beziehungsweise Suitbase ist ein Sponsor von mir. Und ich versuche ihn natürlich immer zu unterstützen, weil ich das Produkt mega feiere. Ich so, du hast nach einer Lieblingsfarbe gefragt. Ich so, wenn es jetzt Klamotten sind, die und die Farbe. Wenn es jetzt das ist, kann es auch was Auffälligeres sein, wenn es jetzt das ist. Aber es ist schon ganz geil, weil im Zimmer finde ich jetzt nicht so knallig, finde ich mehr solche Töne schön. Wäre das jetzt so ein Neongelb? Nein. Ja. So eine knallige Farbe im Zimmer, das finde ich jetzt nicht so nice. Richtig. Aber du hast absolut nicht mitgerechnet. Nee, ohne Scheiß, ich wusste echt nicht, weil bei dir kann es ja alles sein. Gotcha. Boah, ich bin in sowas echt nicht gut, weil ich kann Geheimnisse eigentlich gar nicht für mich behalten. Deswegen bin ich froh, dass wir das über die Bühne gebracht haben. Und nochmal, was ich gerade angesprochen habe, Torben, aka der Mann, der hinter Suitbase steckt, liegt mir sehr am Herzen. Er ist ein fester Sponsor von mir. Deswegen an der Stelle nochmal, ihr könnt, wenn ihr jetzt einen eigenen Suitbase haben wollt, egal ob Suitbase Pro oder den Suitbase Set, also nur für Helm gedacht, könnt ihr immer noch 20% mit David20 sparen. Einfach, wenn ihr im Warenkorb euer Produkt schon habt, einfach David20 eingeben und schon kriegt ihr an der Kasse 20% Rabatt. Ich kann es nur empfehlen. Ich will jetzt einfach mal behaupten, ihr werdet euch genauso freuen wie Annika, wenn ihr den auspackt. Glaubt mir, das ist einfach nur schön. Ja. Yes. So, und jetzt fahren wir eine Runde Motorrad. Oh! Holy shit! Das war hier Airbus Beluga. Alter! Boah! Husqvarna 701 Supermoto mit hoffentlich funktionierender Kupplung. Ich werde erstmal ein bisschen langsamer fahren und gucken, ob alles funktioniert. Aber eigentlich muss man sagen, Bergmann und Sünder hat da ganze Arbeit geleistet. Ihr habt das Video ja gesehen, also das war ziemlich, ziemlich nice. Und natürlich die 450er von Annika. Boah, es sieht so geil gerade aus mit dem Licht, oder? Schaut euch das mal an. Mega. Gut, du bist ready to rumble? Ja. Zieh mir jetzt auch den Helm an und dann geht's los. Bis gleich. So Leute, was geht? Ja. Was soll ich sagen? Eigentlich sollte jetzt hier Annika stehen. Annika hat sich ein bisschen verändert. Sie ist groß geworden, sie ist muskulös geworden. Nice. Ja, kleiner Fehler von meiner Seite aus. Hier mal eine kleine Szene, was passiert ist. Sehen könnt, ein schöner Zeitraffer, ja, leider kein Video, deswegen dachte ich mir so, komm, ich hole das jetzt nach, aber wir konnten wenigstens die Überraschung, Annika hat nämlich ein Suitbase geschenkt bekommen, die habe ich auch mal eingeschenkt, richtig? Ja, den habe ich auch nochmal neu dran bauen müssen. Ja, weil ich den leider nicht fachmännisch montiert habe, das tut mir leid, das war der Zeitdruck, aber jetzt hält er. Ja, alles gut. Ja? Alles gut. Nach wie vor zieht er deine Wand in einem schönen Look, nehme ich an. Ich bräuchte davon halt eigentlich noch 5 Stück, weil ich irgendwie 5 Helme noch habe. An der Stelle gehen auch Grüße raus an Torben. Falls du 5 Suitbase Pet oder Pro hast, dann send gerne diese an den guten Lukas. Adresse sende ich dir jetzt. Hat er ja noch, Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt einen kleinen Vlog. Haben auch gerade auch schon ein anderes Video aufgenommen. Und ich wollte euch jetzt einfach nicht hier irgendeinen blöden Brei vorkauen, sondern was richtig Nices machen. Okay. Wir haben die neue Treat
Triple von Lukas am Start. Richtig. Die kennt ihr entweder schon aus dem letzten Video. Ja. Das ist schon übel, oder? Das merkt man im Poppes. Nö. Aber hier, was ich mal ansprechen wollte, heute als Thema. Ich meine, wir haben jetzt schon viel Erfahrung mit Motorrädern gemacht. Wir sind diverse Dinger Probe gefahren. Und ich kriege immer noch die Frage, logisch, weil ganz viele immer ihren Führerschein machen. Das ist David, die beste 300er. Ja, eigentlich, welche 125er ist die beste? Ne, das ist so die häufigste Frage. Aber ganz häufig kriege ich jetzt auch in der letzten Zeit, welches A2-Bike ist das beste? Also die Frage, die flattert immer wieder in meine Inbox. Und deswegen jetzt einfach mal die Frage an dich, Lukas. Die Triumph, speziell jetzt die Street Triple, die du hast, kannst du das als Anfängermotorrad empfehlen? Oder sagst du eher... Die hier geht gar nicht als A2-Bike. Ist ein bisschen... die geht nicht als A2-Bike? Also, die gibt es irgendwie als drei Modelle. Street Triple RS, das teuerste, und das habe ich. Ne? Dann gibt's die, ich hoffe, ich sag's jetzt richtig rum. Dann gibt's die Street Triple R, die ist auch gut, aber die hat, glaube ich, nicht das neue Display, nicht die neuen Lampen, soweit ich weiß. Und dann gibt's, glaube ich, noch eine Street Triple S. Und die ist, glaube ich, A2-tauglich, weil die einen anderen Motor drin hat. Ah, okay. Also, was kostet die so? Pi mal Daumen, weil das muss man ja auch mal immer berücksichtigen. Da fragst du mich auch immer Sachen. Ich du kennst dich mit den Preisen nicht aus, Euro ne? oder sowas. 10.000, das ist nee, schon... die ist auch noch gar nicht richtig gefühlt revealed. Ich habe die selber noch nicht gesehen. Also die gibt es, aber ich habe die selber immer noch nicht gesehen. Ja. Ich meine, die ist auf jeden Fall günstiger als die hier und so weiter. Die ist auf jeden Fall, also zumindest jetzt so, wenn die von der Ergonomie und so weiter, und ich hatte ja auch eine Street Triple als erstes A2-Bike, finde ich das ein sehr, sehr geiles Motorrad. Man sitzt recht aufrecht, aber man kann trotzdem sportlich fahren, mit den neueren sogar noch mehr. Der Motor ist total sanft, feiere ich auf jeden Fall. Was ich auch cool finde, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Stuss, ich glaube, eine MT09 kann man nicht drosseln. Bin ich mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, also wenn es geht, dann ist die auf jeden Fall auch heftig und wirklich, und das kriege ich halt viel durch Dunk und Lütnitz, wo ich ja oft bin, die MT07 wird so oft verkauft, irgendwie, weil so viele A2, also an Fahranfängern, sich eine 07 holen, weil die wohl preislich sehr, sehr günstig ist, trotzdem super agil, und da passt, glaube ich, so alles zusammen. Also es gibt tatsächlich viele coole A2-Bikes. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Supermotos zu drosseln. Beispiel 701 oder 96 SMCR, geht auf jeden Fall, korrekt. Aber was ich halt immer wieder sage, ist so, ich weiß gar nicht, es gibt ja 600er Supersportler und sowas. Boah, ahne ich irgendwie nicht. Die mit A2, die musst du sowieso schon so hoch. Stell dir mal eine R6 mit 48 PS vor. Ja, also es geht ja gar nicht mehr mit der neuen Regelung. Du darfst ja, pass auf, aha. Was kommt jetzt? Ja, jetzt wird es nämlich richtig interessant, weil nach der neuen Regelung, das haben wir nämlich gerade vergessen zu erzählen, nach der neuen Regelung darfst du ja gar nicht, ich glaube, über 100 PS haben mit der, mit der Maschine. Ach, stimmt. Also ja. Die, selbst wenn du die drosselst auf 48 PS, darfst du die Maschine nicht fahren, wenn sie offen mehr als 100 PS oder 98 PS hat. Irgendwie so ist die Regelung. Aber gut, dann nochmal anders. R6 habe ich nicht gesagt. Sowas wie eine R3 und so weiter. Ich glaube, Alisa fährt ja unter anderem eine. Ja. Ich bin die mal auf der Renne gefahren. Das ist ganz witzig. Aber irgendwie ahne ich diesen Supersportler-Style nicht. Nee, so. Total nicht. Also ich finde, wenn, dann haben die viel Leistung. Oder halt wie also ab 600er, ne? Eben. Die R3 fühle ich halt überhaupt nicht. Also wirklich 0,0. Das ist nämlich das gerade, was ich ansprechen wollte, weil es gibt zwei Optionen. So, Freunde, der Akku war gerade leer. Ich wurde mittendrin unterbrochen, aber zum Glück hat der gute Lukas hier mir ausgeholfen mit dem zweiten. Und Sir William Lindley hat hier auch ein Auge auf uns geworfen. Deswegen geht es jetzt weiter mit unserer kleinen Fahrt. Und ich war gerade stehen geblieben. Nämlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, ihr habt schon 125er-Führerschein mit 16 oder 17 gemacht und habt da die erste Fahrerfahrung gesammelt. Denn ihr werdet mit eurem ersten Bike auf jeden Fall viel erleben und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer erstes Bike auch mal auf die Seite legt, ist verhältnismäßig groß, um das einfach mal zu sagen. Ja, je nachdem, wie draufgängerisch man ist, ist es einfach so. Das heißt, ich würde immer sagen, wenn ihr schon Fahrerfahrung gemacht habt mit 16 und 17 Jahren und euch dann den A2 holt, dann könnt ihr auch mehr investieren, zum Beispiel eben in eine Street Triple oder in eine 701 oder eine 690. Das ist dann gar kein Problem, weil dann könnt ihr die fahren, ohne dass ihr die schrottet, und eben nach den 2 Jahren, in Anführungszeichen, Probezeit, beziehungsweise dann eben, wenn ihr A off machen könnt, könnt ihr das Motorrad weiter behalten. Schade wäre es eben, wenn das eure allererste Maschine ist, ihr direkt richtig viel Geld ausgebt, euch dann mit dieser Maschine auf die Nase legt, das vielleicht sogar noch ein Neufahrzeug ist, ja, und ihr dann eben den Salat habt. Deswegen, wenn ihr A2 macht ohne Fahrerfahrung, dann holt euch am besten irgendein gebrauchtes Bike. Also das kann vieles sein. Kann aber auch eine MT07 sein gebraucht, weil die kriegt man wirklich sehr, sehr, sehr günstig und die sind mega geil. Das hattest du ja gerade angesprochen. Ja. Also MT07, ob gedrosselt oder offen, die machen einfach immer Spaß. Immer. Oh, ich habe eine Fliege im Ohr. Geisteskrank. Lass mal anhalten. Oh, Junge. Oh! Was war das?
Also es gibt viele Möglichkeiten, aber überlegt halt immer, wie viel Geld ihr am Anfang investieren wollt, wenn es eure erste Maschine ist. Erste Maschine, am besten wenig Geld rechts, ausgeben. Geradeaus? Lass ruhig geradeaus. Am besten wenig Geld ausgeben, damit ihr die mal auf die Seite legen könnt, weil ganz ehrlich, Motorradfahren ist halt auch immer ein bisschen Risiko, ein bisschen über die Grenzen gehen, über die eigenen. Aber würdest du danach urteilen? Ich weiß nicht, darüber habe ich nie nachgedacht, so gesehen. Also, ich hatte aber auch ein gebrauchtes Bike, aber ich weiß nicht, man legt sich nicht unbedingt meiner Meinung nach auf die Fresse, weil man Fahranfänger ist. Ja, also bei mir war es schon so, dass ich alle meine Karren eigentlich ordentlich in den Graben geballert habe. Echt? Ja. Krass, okay. Also wirklich, wirklich gefühlt jede Maschine, sogar dann hatte ja, und das war krass, mit 18 eine 1000 Kubik Rennmaschine. Ja, okay. Und die habe ich auch, als ich Knieschleifen geübt habe, habe ich die dreimal in den Graben geballert. Oh, dazu mache ich mit der hier bald ein Video, weil mittlerweile hat man ja irgendwie mal die, man darf schon sagen, wie man Knieschleift. Und ich sehe so viele Leute, kann ich hier schon mal als Teaser sagen, guck mal ein paar Wochen bei mir vorbei. Bitte schleift nicht. Warte, ich muss es eigentlich im Stehen zeigen. Ja. Das ist aber schwierig, es im Stehen zu zeigen. Warte mal. Okay. Also ich muss zwei verschiedene Dinge zeigen. Ja. Also A, schleifen die Leute Knie, indem das Bike irgendwie, weiß ich nicht, schräger als alles andere der Welt ist. Das macht mich mittlerweile, und ich habe selber so geübt, deswegen bin froh, dass ich es richtig dann gelernt habe. Die Leute machen ein Hanging of des Todes mit dem Knie raus, aber machen so. Also stimmt. Die fahren so. Und weißt was du, ist das wichtig, wenn man Hanging Off fährt? Man nimmt den Oberkörper mit. Ja, und man stellt das Bike nicht noch schräger. Das ist ja nicht das Ziel vom Hanging Off. Du willst das Bike doch aufstellen. Genau, man will schneller werden und nicht dadurch einfach cool aussehen. Aber dazu mache ich bald mal ein Video, weil ich sehe das so oft auf Instagram und da denke ich mir so, kein Wunder, dass sich viele echt tatsächlich auf die Fresse legen. Und das liegt dann nicht daran, dass es auf der Straße irgendwie rutschig ist, sondern das liegt daran, dass der Reifen das einfach irgendwann nicht mehr mitmacht. Finde ich echt interessant, also würde ich mir gerne angucken. Kannst doch gerne mitfahren, dann gehen wir zusammen Knieschleifen. Ja klar, gerne. Aber jetzt will ich erstmal Sound. Komm auf die linke Seite. Okay, dann gib mal. Oh, geilo. Also mein Statement nochmal, beste A2-Maschine, es kommt drauf an. Und jeder hat seine Vorlieben. So. Es ist so wie bei uns zum Beispiel. Ich fahre viel lieber Naked Bike. Und du bist schon eher Team Supermoto. Ja, auf jeden Fall. Aber allein deswegen. Aber solche Stunts, ohne Scheiß, ich kenne viele, die haben eine MT-07 und Digga, die wheelen damit wie eine Supermoto. Ja, aber nicht in den Kurven. Das stimmt. Und keine Treppen und kein Offroad. Ja, okay. Das ist halt so, also Supermoto muss man schon sagen, das ist pure Freedom. Deswegen, gerade wollte ich noch darauf hinaus, wenn ihr die Fahrerfahrung gemacht habt, ne, in jungen Jahren, dann könnt ihr auch das Geld investieren in eine neue Maschine, wie zum Beispiel eine 701, eine 690 oder eben eine richtig geile Naked-Maschine. Ja. Das ist vollkommen okay. Aber wenn nicht, dann tut euch selber den Gefallen und, keine Ahnung, gebt so 4-5K aus, vielleicht 6K für eine gute Gebrauchte, wo es dann einfach nicht so weh. Wir fahren doch richtig hier, oder nicht? Ja, wir fahren, das ist so verwirrend hier. Ich bin auch schon einmal komplett lost gewesen. Na, tut euch den Gefallen und denkt einfach da dran. Und ansonsten heißt es wirklich Probefahren, ja. Probefahren. Weil ihr könnt ein Bike optisch geil finden. Ein Kollege kann euch sonst noch was von erzählen. Ihr müsst das Ding unterm Arsch haben. Und, dann und lasst euch schnell, nicht von einem Händler verarschen. Mach du zu Ende? Ihr müsst wirklich, oder vorne ist eine Straßensperre oder was ist das? Da müssen wir mal abchecken. Oh, das ist ein Unfall, glaube ich. Crazy. Da sehe ich auf jeden Fall ein Auto mit einer offenen Motorhaube. Also ihr dürft euch nicht blenden lassen von der Optik und was du gerade sagen wolltest. Lasst euch nicht von Händlern verarschen oder wenn ihr ein Bike kaufen wollt, selbst sogar wenn ihr ein neues Bike kaufen wollt und dann sagen sie, ja, ihr dürft eine Stunde das Motorrad haben, macht's nicht. Dann geht's zu einem anderen Händler und sagt, hier, das ist Quatsch. Ihr müsst das Ding schon mal einen Tag fahren. Minimum 5 Stunden oder so. Boah, Alter. Ja, richtig zersägt. Oh, weia. Vor allem richtig viele. Eieiei. Oh, weia. Wollen wir mal nicht weiter gaffen, aber eklig. Oh, weia. Aber ich glaube, niemand verletzt. Weia. Ich frage mich ab und zu, das ist also gar nicht böse gemeint, ich frage ab und zu mich, wie Unfälle passieren. Ich weiß nicht. So verrückte wissen? Unfälle. Kann ich dir sagen, also diese Konstellation gerade da, einfaches Szenario, weil das ist ja eine Art Kreuzung, also keine vollwertige, weil eine Anbindung, glaube ich, fehlt. Ne? Das heißt, du quatschst mit deiner Freundin, beziehungsweise mit deinem Kollegen, bla bla bla, hahaha. Du achtest nicht mehr auf den Verkehr, rote Ampel, du checkst es überhaupt nicht, du siehst es nicht, fährst über rot. Ja. Ne? Und dann, zack, kommt der Querverkehr und du ballerst voll rein. Ja. So schnell geht das. Oder du bist einmal am Handy, übersiehst die rote Ampel, ja, aber das Querverkehr, zack, ballerst einmal rein. Und dann machst du ja gar nichts. Da gibt es doch die Dashcam-Videos, auf die wir immer reagieren. Genau das ist eben der Fall. Wenn du über Rot fährst, weil da rechnet ja kein Mensch mit. Alle Menschen sind ja darauf eingestellt, ey, wenn es grün ist, darf ich fahren. Und da kommt kein anderer Verkehrsteilnehmer. Können wir hier rechts runter? Ja, ne? Ja, wenn wir hier rechts runter können. Boah, ist das hier schön. Ja, Guck mal hier, der Spot beim Angeln und so.
Ja, krass. Ich würde mal gerne runterfahren. Doch muss man doch kommen. Da sind doch Leute. Aber ich will jetzt eigentlich hier rechts fahren, aber es geht halt wirklich gar nicht. Ne? Nee, ich glaube, da ist noch nicht mal eine Straße. Hä? Die haben die Straße weggemacht. Ja. What? Okay, dann müssen wir irgendwie What? Anders fahren. No way! Die haben die Straße weggemacht. Das gibt's ja gar nicht. Hey, wo waren wir jetzt eigentlich? Unfälle passieren? Ja, es, ja auf genau, jeden Fall. Unfälle. Hoffentlich hier keiner verletzt. Aber Autos, da muss man ja heutzutage sagen, auch moderne, die sehen, also die sind auch komplett im Arsch, ne? Aber häufig fangen die echt richtig viel Stoßkraft, also einfach auf. Ja, also, definitiv. Da bist du als Motorradfahrer auf jeden Fall nicht so gut dran. Ja, das war doch ein nicer Talk. Also wir haben... Voll. Wir haben ein bisschen Anfängerbikes durchgesprochen, was da die beste Wahl ist, unserer Meinung nach. Fand ich sehr, sehr interessant. Dann haben wir noch einen krassen Unfall gesehen und einfach mal so ein bisschen philosophiert, wie so Unfälle zustande kommen können. Deswegen, Leute, denkt dran, immer die Augen offen halten, besonders wenn ihr auf dem Motorrad seid, denn andere Leute fahren auch mal über Rot oder übersehen euch. Und wenn ihr dann platt gefahren werdet, glaubt mir, das tut ganz schön weh. Ist mir dann nämlich schon passiert. Oberschenkel und Kniescheibe durch. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut bei Lukas vorbei, lasst ihm ein Abo da. Er hat bald die 100.000 voll oder hat sie jetzt vielleicht sogar schon voll. Auf Insta muss man sagen. Ja, auf YouTube Instagram. Bin ich schon drüber. Also, genau, auf YouTube ist er schon drüber. Da ist er schon großer. Hier, Big Star at the North Himmel. Aber auf Instagram 100.000. Lasst ihm ein Abo da, er freut sich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt die Kommentare voll mit euren Meinungen zu Anfängerbikes, mit euren Fragen zu Anfängerbikes, mit euren Statements zu Unfällen. Ist es wirklich, ist es nur Klischee, dass sich Frauen immer schminken im Auto? Was? Oder ist das wirklich die Wahrheit? Anyway, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!